Vielen Dank. Ich darf mich an der Stelle selber kurz vorstellen. Mein Name ist Tom Deutschle, also mit L noch dazwischen, zwischen dem SCH und dem E, Deutschle, also Schwäbisch. Mein Hintergrund ist die Biologie. Ich bin also ein Biologe, habe klassische Biologie studiert. Das ist schon viele, viele Jahre her. Und nach dem Studium hatte ich die Möglichkeit, für mehrere Wochen oder mehrere Reisen in die tropischen Regenwälder nach Südamerika und auch nach Südostasien zu reisen. Und ich habe dort wissenschaftlich gearbeitet, zusammen mit Kollegen. Und irgendwo haben wir dann gesagt, naja, es ist schön, wenn man Wissenschaft macht im Regenwald, aber wir müssen natürlich auch was tun, um den Regenwald zu erhalten, denn die Regenwälder sind natürlich schon sehr stark bedroht und insbesondere die Wissenschaftler, die sollten doch dann oder sind dann gefordert, um sich für die tropischen Regenwälder auch einzusetzen, damit sie geschützt werden. Darf ich euch mal fragen, ihr könnt auch gerne antworten, zwischendurch immer auch Fragen stellen. Hattet ihr denn schon mit dem Regenwald zu tun? Also tropischer Regenwald, was kann man sich denn unter einem tropischen Regenwald vorstellen? Also hier, wenn man jetzt mit dem Hubschrauber über den tropischen Regenwald fliegt, dann sieht man ungefähr das Bild. Also man sieht eigentlich nur grün, 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 wo immer es hingeht in alle Himmelsrichtungen. Manchmal auch ein bisschen wie im Hintergrund Berge. Das ist ein Bild eines südamerikanischen Regenwalds. Und zwar wurde das aufgenommen in Französisch-Guyana, also nicht in Brasilien, am Amazonas direkt, sondern etwas in der Nachbarschaft. Ja, das sind die Hölzer in Südamerika, also die Regenwaldhölzer. Das sind ganz viele von diesen Hölzern, die sind sehr hart und sehr fest gewachsen. Die haben großteils sehr wenige Äste nur ausgebildet, ja, sind also auch sehr gerade und schön gleichmäßig gewachsen. Und durch diese Festigkeit, die lagern sehr viele Substanzen in ihr Holz ein. Die Substanzen sollen die Bäume in den Regenwäldern, weil es eben so feucht ist und so warm ist, sollen vor Infektionen schützen. Deswegen sind die Hölzer aus den Tropen weil sie so widerstandsfähig sind, sehr gut geeignet hier für zum Beispiel für Terrassen oder für Fußböden oder für Liegen, für Hölzer, alles, was man draußen verwendet. Deswegen sind die Hölzer da sehr gut dafür geeignet. Ja, das ist richtig. Und was ihr hier seht, wie gesagt, das sind Bäume, Bäume, Bäume. Ich finde manchmal, es sieht aus wie ein tropischer Regenwald, sieht aus wie so Brokkoli, kann man sich das vorstellen. Wenn man darüber fliegt, ein unvergleichliches Erlebnis. Ihr müsst also unbedingt mal hinfahren, wenn ihr die Möglichkeit habt, in den tropischen Regenwald. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr. Okay, dann geht's weiter. Wo gibt es tropischen Regenwald? Wenn ihr euch diese Grafik, diese Erdkugel hier anguckt, was sind das für Linien? Die beiden grünen Linien, die rote und die andere grüne Linie hier im Süden. Genau. Also das ist der nördliche Wendekreis und das ist der südliche Wendekreis und das ist der Äquator. Und zwischen diesen Wendekreisen um den Äquator rum befinden sich tropische Regenwälder und zwar hier in dem Bereich. Seht ihr meine Maus auch? Die seht ihr auch, ne? Wie heißt der Bereich hier? Was ist das hier? Wie wird die Region genannt? Bitte, Timon. Okay, Südostasien, genau. Was ist das? Wie heißt der Fluss hier? Perfekt, wunderbar. Was haben wir hier? Da ist der Amazonas. Der Amazonas, ist das der längste Fluss der Welt? Richtig, das ist der zweitlängste Fluss der Welt, weil der längste Fluss der Welt, das ist der Nil. Und der Nil ist ja in Afrika, der verläuft hier so ungefähr, ne? Und der Amazonas ist also nicht der längste Fluss der Welt. Wenn ich mir die Karte hier angucke, also hier ist Südamerika, hier in den lateinamerikanischen Ländern gibt es ungefähr 8 Millionen Quadratkilometer Regenwald. Hier sind es ungefähr 3 Millionen, 3,5 Millionen. Und in Südostasien 2 Millionen Quadratkilometer Regenwald. Also man sieht, insgesamt 13,4 Millionen Quadratkilometer Regenwald gibt es auf der Erde und man sieht, dass hier Amazonien, also der brasilianische Regenwald und die umliegenden angrenzenden Länder den größten Regenwald auf der Erde bilden. Gibt es denn in Europa tropische Regenwälder? Also hier, Europa ist ja hier,
Hier gibt es natürlich in dem Sinne keine tropischen Regenwälder, aber wenn wir hier genau hingucken, gibt es Regenwald in Europa, dann gucken wir uns dieses kleine Land hier an, diesen kleinen Punkt. Das ist Französisch-Guyana und Französisch-Guyana gehört offiziell zu Europa, also zu Frankreich, ist ein sogenanntes Überseedepartement und hier gibt es tatsächlich tropische Regenwälder. Also haben wir im Grunde genommen auch in Europa tropische Regenwälder. Ihr müsst mal, wenn ihr mal guckt auf jedem unserer Euroscheine, da müsst ihr mal gucken, auf jedem Geldschein, wenn man die umdreht auf der Rückseite, ist ganz klein in der Ecke Französisch-Guyana abgebildet. Also das kleine Land hier. Und da sind auch hier diese französischen Inseln, Martinique, Guadeloupe, die sind alle auf unseren Euro-Geldscheinen abgebildet. Müsst ihr mal gucken bei Gelegenheit. Das wissen nur ganz, ganz wenige Leute, die Geldscheine jeden Tag in der Hand haben. Genau, Französisch-Guyana, hier können wir nochmal gucken. Also das ist, hier ist der Geldschein, da unten ist Französisch-Guyana, dann auf den Geldschein zu sehen. Nein, hier ist es, hier. Und das ist dieses Land. Französisch-Guyana habt ihr vielleicht mal gehört oder werdet ihr irgendwann mal hören. Ist ganz wichtig für Europa, weil von hier, von Kourou, das ist eine Stadt hier in Französisch-Guyana, hier liegt die ungefähr, von dort aus schickt die Europäische Weltraum. Agentur ihre Raketen in den Weltraum. Ja, also wenn man dann hier im Regenwald sitzt und dann wird hier eine Rakete in den Weltraum gestartet, dann kann man das hören. Das ist unheimlich laut und unheimlich hell, was man dann sieht, wenn die Raketen starten. Das hier ist Amazonien. Der ganze Bereich. Hier ist der Amazonas. Er entspringt dann hier in dem Bereich. Und das alles wird zu Amazonien gerechnet und Französisch-Guyana gehört nicht direkt zum amazonischen Regenwald, aber ist auf jeden Fall, grenzt es an den amazonischen Regenwald an. So. Ja, wie lebt man in einem tropischen Regenwald? Das ist eigentlich ganz spannend. Man fährt also dann von der Stadt, in der man gelandet ist, mit dem Flugzeug, fährt man dann von der Stadt an einen Fluss. Von dort geht es dann nur noch mit dem Boot in den Regenwald weiter. Und die Flüsse, die sehen dann so aus wie hier. Das sind so Schwarzwasserflüsse mit schwarzer Färbung, brauner Färbung. Und auf diesen Flüssen kann man sich im Grunde genommen nur bewegen, weil Straßen, die richtig sich weit in den Regenwald ziehen, gibt es nicht. Das heißt, man ist unbedingt auf das Boot angewiesen. Und hier wurde dann mitten im Regenwald von Französisch-Guyana wurde dann eine Station gebaut mit diesen beiden Hütten. Das sind einfach hier, Entschuldigung, hier sieht man es ein bisschen besser. Das sind solche Hütten, die sind in dem Fall mit Blech abgedeckt. Die anderen beiden waren abgedeckt mit Kunststofffolien. Und so, hier unten ist der Fluss und so bewegt man sich oder so lebt man dann in diesen Hütten im tropischen Regenwald. Tja, wo schläft man denn da? Das ist hier, das sind Hängematten. Man schläft also dann in Hängematten. Und um die Hängematten das sind Moskitonetze drumherum, damit nachts einfach keine Insekten oder Spinnen oder was da alles unterwegs ist, dann in die Hängematte kommen. Die sind ganz bequem, da kann man sich zudecken. Nachts wird es im Wald manchmal ein bisschen kalt. Das heißt, man wickelt sich dann ein in seinen Schlafsack und kann dann aber ganz gut schlafen, wenn man sich daran gewöhnt hat. Hier in der Hütte zum Beispiel, hier oben unter dem Dachfirst, da siedeln sich dann sofort irgendwelche Tiere an. Wir hatten dann in dem Fall Fledermäuse unterm Dach hängen. Die sind dann abends immer raus auf die Jagd geflogen und waren aber tagsüber, haben die dann hier unter dem Giebel, unter dem Dachfirst gehangen. Und auch hier ist natürlich wunderbar, hier unten kann man sehen, da können sich jede Menge Tiere dann auch verstecken. Hier verstecken sich dann auch Tiere, also da hat man durchaus auch giftige Schlangen dann als Mitbewohner in seinem Camp. Und ihr könnt euch aber das Leben vorstellen, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Camping gemacht, wenn ihr mal beim Camping wart, dann so ungefähr kann man sich das Leben im tropischen Regenwald an der Stelle dann vorstellen. Es gibt keinen Strom. Strom gewinnt man, um seinen Computer aufzuladen, um die Kameras aufzuladen. Den gewinnt man mit Solarzellen und Toilette hat man natürlich auch keine. Wenn man auf die Toilette muss, dann geht man in den Wald. Man hat einen Klappspaten dabei. Das ist manchmal ganz spannend, wenn man da dann im Wald gerade auf Toilette ist und irgendwelche interessanten Tiere kommen vorbei.
ist durchaus manchmal ganz aufregend. Und was kocht man im Regenwald? Da kocht man, da nimmt man also Konservendosen mit. Wir haben keine Tiere natürlich geschossen, als wir im Wald waren, oder Tiere gejagt. Das machen wir nicht. Wir waren eh fast alle Vegetarier. Dann nimmt man einfach die ganze Verpflegung, was man essen möchte, Dosen. Man nimmt Reis, Nudeln, alles, was man hier auch so beim Camping isst und sich zubereitet. Das macht man eben hier im tropischen Regenwald genauso. Der Kocher war auch so ein Camping-Gaskocher, den man dann hier benutzt. Und es ist ein recht spartanisches Leben, aber man muss jetzt ja auch nicht hier in Saus und Braus leben, das ist klar. Also hier, das war die Hütte, eine Hütte, hier wird dann geschlafen und die Hütte hier weiter oben, man sieht es nur am Rand. Das war die Wohnküche, da war dann auch ein Tisch und da kann man dann essen, gemeinsam essen abends und Essen zubereiten. Also das Dach ist enorm wichtig, weil es sehr viel regnet. Aber es gibt natürlich hier keine Fenster, sondern die Hütten sind nach allen Seiten offen. Gebadet, fließend Wasser, also einen Wasserhahn hat man natürlich auch nicht. Also wenn man sich dann wäscht, dann geht man in den Fluss. Da wird einmal am Tag dann gebadet. Und das ist manchmal auch ganz spannend, weil hier im Fluss, da gibt es natürlich auch alle möglichen Tiere, die wir in unseren Flüssen nicht unbedingt immer haben. Und bei uns ist ein Flussgehen relativ ungefährlich. Hier ist es ein bisschen gefährlicher, weil da kann schon mal ein Stachelrochen liegen. Und wenn ein Stachelrochen dort liegt und man tritt drauf und sieht ihn nicht, dann kann durchaus sein, dass der sticht. Und die sind sehr giftig, da möchte man also nicht gestochen werden. Was wir hier natürlich auch haben, sind Anacondas, liegen dann auch gerne mal hier im Wasser oder. Wir hatten hier auch Otter gesehen, Riesenotter, die sind jetzt aber nicht so gefährlich. Was aber jetzt keine Gefahr ist, das waren Piranhas. Also man verbindet ja gerne mit Urwaldflüssen Piranhas, die dann, wenn man nur den Finger ins Wasser hält, dann sofort alles abnagen. Also das war hier sicherlich bei uns nicht der Fall. Ja, hier sieht man nochmal so eine kleinere Hütte im Wald. Hier ist schön der Regenwald. Drumherum ganz, ganz viele Bäume, grün, Wasser. Es ist zum Übernachten herrlich. Man hat halt nicht Autogeräusche oder Geräusche wie in der Stadt, wie wir das haben hier, sondern man hat einfach nur Wald- und Naturgeräusche. Das ist ganz fantastisch. Und hier sieht man ganz gut eigentlich die Hängematten und dann diese Moskitonetze, die da außenrum angebracht sind. Ja, das ist der Kleiderschrank für ein halbes Jahr. Also hier der Rucksack, mit dem angereist wurde und dann werden die Kleider, Schuhe, technische Ausrüstung, wird alles in diese Boxen hier verpackt. Die Boxen kann man zuschrauben, die haben einen Gummiverschluss und die sind dann wasserdicht. Da kann man dann eine Substanz reinlegen, die heißt Silikagel und dieses Gel entzieht der Luft in der Box das Wasser, sodass hier drin in diesen Boxen alles trocken bleibt. Da kann man seine Sachen trocken halten, weil im Regenwald, gerade in der Regenzeit, ist es sehr, sehr schwierig, seine Klamotten trocken zu halten oder seine Schuhe trocken zu halten, Ausrüstung, alles, was nicht irgendwo trocken gehalten werden kann, wenn es jeden Tag regnet, fängt relativ schnell an zu schimmeln. Also man muss dann auch jeden Tag im Fluss seine Wäsche waschen. Wenn man das nicht macht, dann fängt das unheimlich schnell an zu müffeln. Und auch wenn man jeden Tag wäscht, irgendwann, die Klamotten haben irgendwann so einen eigenartigen, ja, säuerlichen Geruch. Da muss man sich dran gewöhnen, aber nach ein, zwei Wochen riecht man das schon gar nicht mehr. Ja, das sind die Bewohner dann, die man auf der Station dann auch hat. Was ist das denn? Weiß das jemand? Keine Anaconda? Nicht schlimm, ist gar nicht dramatisch. Die hat hier, das ist eine Lanzenotter, eine Otter. Die ist ziemlich giftig, also auf die sollte man nicht drauftreten. Wenn ihr jetzt aber guckt, wenn man hier den Urwaldboden anguckt, hier diese Blätter auf dem Boden drumherum, und man guckt diese Schlange an, hier mit diesen schwarzen Punkten, die sieht ja, die ist perfekt getarnt. Also die kann man auf dem Waldboden eigentlich gar nicht sehen, wenn sie sich nicht gerade bewegt. Ja, also die hat dann schon Zähne, die sind sehr lang, lange Giftzähne, und wenn die beißt. Ich weiß nicht jetzt, ob man daran stirbt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm und man müsste auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus. Wir hatten kein Antiserum, also kein Gegengift dabei. Das ist natürlich auch immer dann schwer, wenn man so ein Gegengift anwenden möchte, gegen ein Schlangengift, weil man natürlich nicht immer genau weiß, was für eine Schlange ist das eigentlich.
und man vielleicht das falsche Gegengift injiziert, bringt dann auch nichts. Die Maßgabe war immer aufpassen, auf den Boden gucken und eben schauen, dass man nicht auf so eine Schlange tritt. Hier war es bei mir relativ knapp, da war ich vielleicht, ja, so weit war ich weg. Aber die Schlange war wirklich nicht aggressiv, sie wollte ihre Ruhe haben, ich wollte meine Ruhe haben, war ein bisschen schockiert und es ist alles gut gegangen. Das ist auch ein Markenzeichen. Also fand ich immer so, die Tiere im tropischen Regenwald, die man dort so sieht, die wollen einem nichts Böses. Also wenn ich jetzt auf die Schlange drauf trete, klar, dann verteidigt die sich und beißt in alle Richtungen wahrscheinlich, kann mich erwischen. Aber wenn ich ihr nichts tue, ihr nichts Böses will, dann ist es umgekehrt genauso. Will sie mir nichts Böses, ich ihr nicht, und dann ist das auch in Ordnung. Man muss aber, wie gesagt, immer aufpassen. Die lag im Camp, das seht ihr auf den Holzboden. Das ist eine kleine Version dieser eben gezeigten Schlange, das war eine junge. Und wenn die im Camp dann liegt, auf der Station, dann muss die da natürlich weg. Die kann da nicht liegen bleiben, das ist klar. Wir hatten, also wenn die dann auf einer anderen Station liegt, bei irgendwelchen Goldgräbern oder irgendwelchen anderen touristischen Stationen, dann wird so eine Schlange getötet, weil die Schlangen sind standorttreu. Das heißt, die bleiben immer in der Nähe des Standorts, wo sie ursprünglich sich aufgehalten hatten. Da würden sie dann getötet werden, weil es einfach zu gefährlich ist. Wir haben das natürlich nicht gemacht, um Gottes Willen, wir bringen ja keine Schlange um. Ganz im Gegenteil, wir haben dann einen großen Bottich geholt und haben sie da rein. Und das war auch ganz aufregend, weil sie hat dann, als wir sie weggetragen hatten, in diesem großen Bottich, wie so ein großer Kübel sah das aus. Und da war sie dann drin und dann haben wir sie weggetragen in den Wald und dann irgendwann hat sie oben so rausgeguckt. Und wir hatten oben unsere Hände natürlich an dem Bottich. Das war etwas, sehr spannend und sie war auch, glaube ich, nicht sehr amüsiert über das, was wir mit ihr gemacht hatten. Aber wir haben sie dann vorsichtig rausgelassen und sie ist dann in den Wald verschwunden und kam dann auch nicht wieder. Aber war sehr, sehr spannend, war ein bisschen gefährlich, weil in die Hand sollte man natürlich auch nicht gebissen werden. Ja, das ist auch eine Schlange aus Südamerika, aus Französisch-Guyana. Das ist eine ungiftige Schlange. Eine Natter, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, die Art kann ich jetzt hier nicht nennen. Die fiel aber, als ich einmal durch den Wald gelaufen bin, fiel die aus dem Geäst über mir, fiel die runter und ist auf dem Boden gelandet, war ein bisschen betröppelt und hat sich aber nicht wehgetan. Die ist natürlich dann im Kronendach, wenn die da im Wald, in den Blättern, in den Büschen hängt, ist sie super getarnt und die sieht man also nicht. Natürlich, wenn sie runterfällt auf den Urwaldboden, dann ist der Boden ist rot, dann sieht man natürlich die grüne Färbung. Aber hier große, schöne, runde Pupillen, also die ist auf jeden Fall nicht giftig. Das war also keine ganz so spannende, aufregende Begegnung. Ja, und das war ein wunderschönes Tier, das wir hier gesehen hatten. Das weiß jemand, was das sein könnte für eine? Wenn man sich diese schönen Farben hier anguckt, dieses Spiegeln, das erinnert so ein bisschen an... Nee, Ringelnatter ist es nicht. Die war ein bisschen größer hier, die war so 2 Meter lang. Die habe ich fotografiert, ja, das war bei Nacht. Die haben wir nur bei Nacht gesehen und das war ein wirklicher Glücksgriff, dass man die sieht. Also die Bilder sind alle von mir, die habe ich alle selber gemacht. Das ist eine Regenbogenboa. Regenbogen, weil die halt so schöne Regenbogenfarben hat. Deswegen wird die Regenbogenboa genannt. Und bei der muss man natürlich, sollte man sich auch nicht beißen lassen. Die sind zwar nicht giftig, die Regenbogenboas, aber die haben sicherlich auf ihren Zähnen irgendwelche Bakterien, die dann vielleicht Entzündungen machen, wenn sie gebissen haben. Und da dann ist also auch ein bisschen Zurückhaltung geboten. Ja, das, was ist das denn? Was ist der Unterschied zwischen Vogelspinne und Tarantel? Ja, also ich bin jetzt auch kein ausgeprägter Spinnenexperte. Ich weiß aber, dass die Zähne, die Vogelspinnen haben vorne 2 so große Zähne, so Giftzähne. Und die laufen so parallel. Also die würde jetzt, wenn die sich aufstellt, dann würden die Zähne so groß, die werden bis zu über 1 Zentimeter lang, 1,5 Zentimeter. Die laufen so parallel und bei den Taranteln, die beißen dann eher so, wenn mich mein biologisches Wissen nicht trügt.
Und die ist wirklich stattlich groß, also die war so. Also 30 Zentimeter im Durchmesser dann, wenn man die Beine hier hinten, wenn man die auseinanderstreckt. Hier oben, das ist der Augenhügel, das sind, wie viele Beine haben Spinnen? 8, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dahinter ist noch 10. Blöd. Na, passt aber schon. Spinnen haben natürlich 8 Beine. Das hier sind die Taster. Das ist ein großes Weibchen, die Taster hier. Die werden nicht den Beinen zugerechnet. Das ist der Vorderkörper. Hier sind die Augen. 8 Stück. Der Augenhügel. Die sehen trotzdem relativ wenig, die Spinnen. Und hier hinten sieht sie ein bisschen, ja, bisschen angekratzt aus. Das kommt einfach daher, dass die Spinne, wenn die bedroht wird, ich habe sie nicht bedroht, aber wenn sie bedroht wird von einem Beute, von dem Jäger, dann streift die sich mit den Hinterbeinen, hier streift die sich diese Härchen hier weg. Ja, also die nimmt das Hinterbein und streift die Härchen ihres Hinterkörpers dann so weg von sich und die werden in der Luft verteilt. Und wenn man das einatmet, diese Härchen, dann ist das ganz, ganz unangenehm. Das ist die größte Spinne der Welt, die sogenannte Riesenvogelspinne. Und die ist wirklich riesig. Tut auch weh, wenn sie beißt. Regnet es immer im Regenwald? Nee, im Regenwald regnet es natürlich nicht immer. Man sieht hier Temperaturkurve von Französisch-Guyana. Das sind diese dunkelgrünen Balken. Das sieht man Januar bis Dezember. Da sieht man, dass es viel regnet im Januar. Das wird dann noch mehr bis Mai. Dann geht es runter. Hier ist August, September, Oktober, November. Ist wie so eine Art Trockenzeit im Wald. Und dann gehen die Niederschläge wieder nach oben. Das bedeutet, es regnet dann. Wir hatten Phasen hier im August, da hat es 3 Wochen am Stück überhaupt gar nicht geregnet. War so kein Regentropfen, der dann gefallen ist. Währenddessen, wenn man im Mai dort ist, in der Zeit, dann regnet es jeden Tag so stark, dass man eigentlich wie zu Hause gar keine Dusche braucht. Man kann rausgehen, man kann sich duschen. Das geht automatisch, wenn der Himmel die Schleusen öffnet. Und hier im August ist es dann eben sehr trocken. Es regnet nicht sehr viel. Trotzdem steigt die Luftfeuchtigkeit in der Nacht natürlich immer auf nahezu 100% an. Es ist also trotzdem feucht, ja, aber es regnet halt dann viel weniger. Und wenn man vergleicht die Niederschläge, wie gesagt, in den Tropen und hier unten, das sind die Niederschläge zum Vergleich in Berlin, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also regnet viel, viel weniger. Wenn man sich das anschaut, hier Kinder, Hamburg regnet es im Jahr 75 Zentimeter. Also wenn man das Wasser auffangen würde, dass es in Hamburg im Jahr regnet, dann wäre ein Schwimmbecken oder ein kleines Bassin, das einen Meter Umfang, einen Meter Seitenlänge hat, viereckig, da würde sich 75 Zentimeter Wasser dann drin finden am Ende des Jahres im Schnitt. Und Entschuldigung, im tropischen Regenwald wären das eben 3,30 Meter. Also hier sieht man schon ganz deutlich, dass es im Regenwald doch viel, 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 viel mehr regnet im Laufe des Jahres. Temperaturen, man sieht hier oben Temperaturkurve wieder Januar bis Dezember. Man sieht hier oben in Cayenne, also im tropischen Regenwald Guyana, ist es eigentlich immer gleich warm, immer ungefähr 25 Grad. Und in Berlin, klar, wir haben im Winter ist es kalt, im Moment ist es kalt, aber die Durchschnittstemperaturen im Monat steigen dann im Juli bis auf ungefähr knapp 20 Grad und gehen dann wieder runter. Also ganz deutlich, das Klima in Südamerika, in den Tropen, im tropischen Regenwald, viel, viel gleichmäßiger, was die Temperaturen betrifft. Also im Grunde genommen ist es besser, wenn der Regenwald ein riesiger Regenwald ist. Dann ist das im Grunde genommen besser. Dann kann der Wald besser atmen. Das mit der grünen Lunge, das ist so ein bisschen umstritten. Ja, das ist so, wenn wir atmen ja Sauerstoff ein. Ne, atmen Sauerstoff ein und wenn wir ausatmen, geben wir die Abbauprodukte CO2, Kohlenstoffdioxid wieder ab.
Der tropische Regenwald, das wird oft so verstanden, grüne Lunge, weil er eben Sauerstoff produziert, der tropische Regenwald oder tropische Regenwälder. Das ist aber nicht ganz richtig, weil tropische Regenwälder produzieren, die Bäume produzieren zwar Sauerstoff, das ist richtig, aber der Sauerstoff, den sie produzieren, die Wälder, den verbrauchen sie auch wieder. Nämlich dann, wenn ein Baum umfällt und der Baum wird zersetzt von Mikroorganismen, dann wird der Sauerstoff, den die Wälder einst hergestellt hatten, produziert hatten, wird sofort wieder dann verbraucht. Also in der Bilanz produzieren tropische Regenwälder eigentlich keinen Sauerstoff. Nur wenn es ganz junge Regenwälder gibt, wenn die Regenwälder ganz jung sind, dann entsteht ein bisschen mehr Sauerstoff. Das ist einfach so, der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre ist seit vielen, vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden auf der Erde konstant gleich. Und das würde ja bedeuten, wenn wir die Regenwälder abholzen, dann würde der Sauerstoffgehalt in der Erde weniger werden. Und das ist nicht so. Also grüne Lunge, ich finde, der Ausdruck, der passt nicht unbedingt immer ganz an der Stelle. Vor allem, weil in der Lunge wird der Sauerstoff aufgenommen und Kohlenstoffdioxid abgegeben. Und das ist bei den tropischen Regenwäldern eigentlich nicht der Fall. Wenn man sich einen tropischen Regenwald anguckt, da haben Wissenschaftler irgendwann vor vielen, vielen Jahren entdeckt, dass diese tropischen Regenwälder in so Schichten unterteilt sind, sogenannte Stockwerke. Ja. Da gibt es dann ein oberes Stockwerk mit diesen Übersteherbäumen, da gibt es Aras, viele Bromelien, dann gibt es eine untere Schicht oder ein geschlossenes Kronendach und dann gibt es noch zwei, drei weitere Schichten bis zum Urwaldboden. Und dann wurde das geprägt, dass die Regenwälder in Stockwerke wie ein Haus eingeteilt werden. Also fünf Stockwerke A bis E, Urwaldboden. Auf dem Urwaldboden ist es relativ dunkel im tropischen Regenwald, weil durch das geschlossene Kronendach eben nur ganz, ganz wenig Licht von der Sonne bis auf den Urwaldboden dann überhaupt vordringen kann. Also hier unten auf dem Boden, wenn man da durch den Wald läuft, da kann es dann schon richtig dunkel werden. Es ist meistens auch ein bisschen kühler, sehr angenehm, als wenn man jetzt oben in den Baumkronen ist. Und es ist meistens auch nicht sehr windig. Und auch wenn es anfängt zu regnen und die Regentropfen prasseln auf das Kronendach, man hört, dass es regnet, aber der Regen kommt erst mit einer sehr großen Verzögerung überhaupt auf dem Urwaldboden an. Weil viel Regen, der dann bleibt dann hier schon im Kronendach, bleibt der dann schon hängen und braucht lange, bis er den Urwaldboden erreicht. Wie ist das mit dem Regenwald und dem Regen? Wie funktioniert das? Also der Regenwald macht 3/4 seines Regens, macht der Regenwald, wir gehen mal nach Amazonien, also Südamerika, macht der Regenwald seinen eigenen Regen. Das bedeutet, die Urwaldriesen, das kann man sich so vorstellen, dass die Bäume, die fangen, wenn es so richtig warm ist unter der Tropensonne, dann fangen die auch an zu schwitzen und die geben sehr viel Wasser über ihre Blätter, geben die sehr viel Wasser in die Luft ab. Das Wasser geht dann in die Atmosphäre, in die Luft, steigt nach oben, es bilden sich Wolken und dann beginnt es zu regnen. Also der Regenwald macht sich seinen eigenen Regen. Das kann man durchaus so sagen wie eine Wasserpumpe. Pumpt er Wasser in die Atmosphäre und es regnet dann wieder. Deswegen ist es auch gut, wenn die Regenwaldstücke zusammenhängend sind und große Regenwaldstücke es noch gibt, weil dann einfach dieser Kreislauf, das Wasser verdunstet wird und in die Atmosphäre geht und wieder abregnet, weil der dann stattfindet. Wenn ich jetzt nur einzelne Regenwaldgebiete hätte, die komplett abgerodet sind und wo kein großes zusammenhängendes Stück Regenwald vorhanden ist, dann kann der Kreislauf natürlich nicht mehr funktionieren. Das ist hier dargestellt. Also die Regenwaldbäume, die schwitzen, wie wenn wir im Sommer schwitzen, geben Wasser ab, das geht in die Atmosphäre und regnet dann auf dem Wald wieder ab. Ja? Und zwar 3/4 des Wassers, das über dem Regenwald niedergeht, macht der Regenwald selber und 1/4 wird dann über die Flüsse aus dem Regenwald weggetragen. Und ein Viertel des Wassers wird hier aus dem Atlantik herangetragen wieder. Also dann kommen die Wolken vom Atlantik rüber nach Amazonien und regnen dann ab. Also ein Viertel kommt vom Atlantik, 3/4 macht der Regenwald seinen eigenen Regen. Hier seht ihr das Wasserzufuhr über Passatwinde. 1/4, 3/4 eigene Verdunstung.
Das ist der kleine Wasserkreislauf und der große Wasserkreislauf ist der genannt, der vom Atlantik dann kommt. Wie sich das ändern kann, das Klima, ob sich ändert, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das Wetter ändert sich auf jeden Fall. Ich kenne das ja auch hier in Hamburg, wenn ich in der Stadt bin. Dann ist es in der Stadt durch diesen vielen Beton und alles ist voll mit Beton und der heizt sich dann im Sommer auf, ist es unheimlich heiß. Und wenn ich dann nach außen aus der Stadt rausgehe, dann wird es meistens ein bisschen kühler tatsächlich. Dann, oder im Winter ist es in der Stadt wärmer, dann sehe ich gerade im Moment sehe ich, wenn ich rausgucke, sehe ich manchmal ein bisschen Schnee liegen. Ja, wenn ich draußen bin aus der Stadt, wenn ich in die Stadt reinfahre, weil es einfach ein bisschen wärmer ist durch den vielen Beton, durch die vielen Leute, durch die vielen Heizungen, Häuser, ja, dass dann in der Stadt eigentlich gar kein Schnee liegt, sondern nur außerhalb. Also auch wenn man aus der Stadt rausgeht, innerhalb von 15 Kilometern, kommt es direkt gleich zu ein bisschen anderem. Nicht Klima, aber ein bisschen anderem Wetter, andere Temperaturen. Das kann schon sein, ja. Ja, doch, durchaus. Was haben wir hier denn? Weiß jemand, was das für ein Tier ist? Die war richtig groß, also die war so daumennagelgroß, also richtig groß. Und die erkennt man einfach daran, die haben hier diesen Stech- oder Beißrüssel und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auch 8 Beine, die gehören zu den Spinnentieren. Und die hat man im tropischen Regenwald eigentlich, wenn man unterwegs ist, eigentlich immer. Ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der ist durch ein Nest gelaufen, da war also die große Mutterspinne drin und das Nest, da waren ungefähr 200 kleine und junge Zecken und die durften wir dann nachher da alle von ihm ja, wegmachen. Zum Glück hatten die keine Krankheiten. Na klar, es wird auf jeden Fall trockener werden. Also davon können wir mal ausgehen. Und das ist auch das, was die Wissenschaft heute schon beobachtet, dass es in den Bereichen in Amazonien, also in Bereichen, wenn hier ist Amazonien, das ist der große zusammenhängende Regenwald hier. Und die Zerstörung der Regenwälder, die beginnt von, das geht hier unten los. Das geht alles Richtung Norden. Also die Zerstörung geht in diese Richtung, hauptsächlich durch Landwirtschaft, durch Soja. Das sieht man schon, diese hellen Bereiche, das sind gerodete Regenwaldflächen. Das war bestimmt alles nochmal genauso grün hier wie hier oben. Aber hier geht die Zerstörung in Amazonien, die geht von Süden nach Norden, Großteil. Hier natürlich auch, klar, aber das meiste kommt von hier unten, geht nach oben. Und da beobachten Wissenschaftler jetzt schon, dass in den Bereichen hier es zu Trockenzeiten kommt, die Trockenzeiten auch länger werden. Und das wird in der Wissenschaft darauf zurückgeführt, dass in diesen Bereichen die tropischen Regenwälder nicht mehr, natürlich nicht mehr komplett vorhanden sind und keine geschlossene Kronendachdecke mehr haben, weil eben zu viel schon abgeholzt wurde und dann weniger Wasser verdunstet. Das ist klar, dass dann es weniger regnet und es trockener wird. Und gerade in dem Bereich von Süden nach Norden, das hier sind die Soja-Bundesstaaten hier, hier wird viel Soja angebaut. Das macht sich schon bemerkbar. Wie heißen die denn? Kennt auch jeder Blattschneiderameisen. Genau, das sind Blattschneiderameisen. Was machen die mit den Blättern? Völlig richtig, sehr gut. Also was die machen, die fressen dann normalerweise nicht diese Blätter selber, sondern die bringen die Blätter in ihre unterirdische Kolonie. Also die haben so Kolonien im Boden, graben die aus und die Blätter werden da verwendet in der Kolonie, um Pilze zu züchten. Und von diesen Pilzen, die sie da züchten, ernähren sich dann die Blattschneiderameisen und von den Blattsäften aus diesen Blättern. Ja. Also die Kleinen, die Larven der Blattschneiderameisen, die werden dann mit dem Pilz gefüttert. Und hier die Arbeiterinnen, viele von denen, die meisten, kann man so sagen, die fressen im Grunde genommen dann diese Blattsäfte oder trinken die Blattsäfte. Also die fressen die Blätter in der Regel nicht selber, sondern züchten Pilze und die werden dann gefressen. Was man hier sieht, diese kleinen, die seht ihr hier, ne? Diese aggressiven, die sind super aggressiv, die Ameisen. Wenn man sich denen nähert, dann stellen die sich sofort auf und ja, wollen sofort hier beißen, völlig klar.
die hier, die Kleinen, die hier drauf sitzen, die verteidigen diese Ameise, weil die ist ja wehrlos. Die hat in ihren Mandibeln, in ihren Kiefern, hat die das Blatt und die kann sich nicht wehren. Jetzt gibt es aber räuberische Fliegen im Regenwald. Diese Fliegen, die wollen die Ameise hier stechen und eine Larve auf der Ameise ablegen. Ja? Die Larve entwickelt sich dann in der Ameise und frisst die von innen heraus auf und stirbt natürlich daran. Und die Ameisen, die wollen verhindern, dass hier räuberische Fliegen ihre Eier in den Ameisen ablegen. Das ist der tropische Regenwald. Sehr, sehr spannend. Und die Ameisen, das sind wahre Gärtner, die gärtnern und richten ihre Pilzgärten ein und die werden auch mit ganz mit chemischen quasi wie mit einer Art Antibiotikum halten sie ihre Pilzgärten dann auch sauber. Das ist sehr, sehr ausgeklügelt, was die Ameisen und die Natur sich an der Stelle überlegt hat. Also, dann haben wir hier, ja, das sind auch Ameisen, die man gerne mal im Regenwald sieht. Die haben so große, sehr große Mandibel, sehr große Kiefer. Und das sind sogenannte Treiberameisen. Die sind ein bisschen gefährlich. Wenn die durch den Wald strömen, dann sollte man sie aus dem Staub machen, weil die einfach alles platt machen, was ihnen in den Weg kommt. Und hier hat eben ein Wurm es nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu flüchten. Klar, der ist es nicht so schnell. Die nehmen den auseinander. So schnell kann man gar nicht gucken, wie die Treiberameisen hier über so einen Wurm herfallen und den zerlegen. Ganz beeindruckend. Hier muss ich selber gucken. Suchbild, genau, hier ist ein Frosch. Kleine Frosch sehen. Das ist die Taktik vieler Tiere im tropischen Regenwald, ist ganz einfach. Tarnung, die verstecken sich auf dem Urwaldboden, bewegen sich nicht, man kann ihn im Grunde nicht erkennen. Der bildet dann diese Mittelrippen von dem Blatt, bildet der ab. Ja, und der sieht im Grunde genommen aus wie Urwaldboden. Und die Spinne, die hier sitzt, man sieht sie hier, die hat ihn bestimmt auch nicht erkannt, weil sie war definitiv in Gefahr, von dem gefressen zu werden. Das andere ist hier, das ist ein Feigefrosch. Der hat eine andere Taktik, der ist giftig und der sagt mit seiner Färbung, rühr mich nicht an, wie bei uns die Wespen oder Bienen, rühr mich nicht an, ich bin giftig und versucht so die Beute Jäger zu verscheuchen, genauso wie die hier. Das ist eine Korallenschlange, die ist auch ziemlich giftig, eine Natter. Von der sollte man auch nicht gebissen werden, die ist nicht so groß, aber hat sicherlich ein starkes Gift, von dem man sich lieber fernhalten sollte. Ah ja, das ist die Anaconda. Also Anaconda, die ist ein bisschen größerer Vertreter ihrer Art. Die ist dann, ja, die war so 6 Meter lang. Ja, also Philipp, für dich wäre die bestimmt, wenn die dich erwischen würde, wäre das nicht so gut. Und wenn sie mich erwischen würde, auch nicht. Weil da wären wir wahrscheinlich, würden wir das nicht überleben. Die sind richtig kräftig und aber auch nicht aggressiv, also die wollte einfach auch nichts von uns wissen, ganz gar nicht problematisch. Tiere sind nicht, also hatten wir den Eindruck, nicht sehr aggressiv. Das Bild habe ich nicht selber gemacht, das ist jetzt nicht in Südamerika gemacht worden. Wo gibt es denn diese Menschenaffen? Genau, und was sind das für welche? Nee, Okay. stimmt. Schimpansen sind auch Menschenaffen. Das sind Berggorillas aus Zentralafrika. Genau, die gibt es also nur in Afrika. Das hat ein Freund von mir gemacht. Und das Bild, das ist ein Spinnenaffe. Den wiederum gibt es in Südamerika. Das Bild habe ich selber gemacht. Das sind ganz lustige Gesellen. Die sind sehr, sehr geschickte und flinke Kletterer. Die haben zum Beispiel, also eine Art von denen, die haben gar keinen Daumen ausgebildet. Die haben also nur 4 Finger an jeder Hand, um sich einfach im Urwald schneller, ohne Daumen, schneller durch den Urwald hangeln zu können. Die sind auch ganz frech. Also wenn man die mal ein bisschen ärgert, wenn die in den Baumkronen unterwegs sind und man ärgert sie, dann kann schon mal sein, dass die ein bisschen grantig und wütend werden und mal vom Baum runterpinkeln und so zeigen, dass man da unten dann vielleicht doch nicht jetzt hier die Tiere ärgern sollte. Das kennt ihr aber auch bestimmt. Richtig, das ist ein Faultier. Faultiere, ja, das sind auch die ganz, ganz besondere Bewohner des Regenwaldes. Die
die in den Baumkronen leben und sich dort natürlich sehr wenig bewegen. Sie sind wirklich sehr faul, machen ihrem Namen alle Ehre und ja, kommen nur ganz selten auf den Boden. Wenn sie dann auf den Boden kommen, und das machen die Dreifingerfaultiere zum Beispiel, wenn sie auf Toilette müssen, dann gehen sie auf den Boden, sind sie natürlich für Jäger sehr anfällig auf dem Boden. Und da werden auch viele Faultiere dann beim Toilettengang ja leider getötet, weil sie dann natürlich auch nicht sonderlich schnell sind. Die hier kennt ihr bestimmt auch. Ja, bitte, Hanna. Die hier, das hier sind, die kennt ihr auch alle. Sagtest du schon, ne, Hanna? Das sind Orang-Utans. Wo kommen die vor? Borneo und Sumatra. Korrekt, ja. Also es gibt drei Arten von Orang-Utans. Zwei Arten kommen vor auf Sumatra und eine Art kommt vor auf der Insel Borneo. Genauso ist es völlig korrekt. Ja, und das ist der Homo sapiens, also der Mensch. Das bin ich. Wenn man dann auf Urwaldbäume klettert, wir können leider nicht so klettern wie die Gorillas und Orang-Utans. Wir müssen dann halt, wir haben hier so technisches Material und schießen Seile über die Bäume und klettern dann die Wissenschaftler wie mit so einer alpinen Kletterausrüstung, wie sie auch der Reinhold Messner verwendet, klettert man dann auf die Urwaldbäume, wenn man wissen möchte, was da oben sich in den Baumkronen so alles tummelt. Hilfe, unsere Erde brennt. Also die Regenwälder werden natürlich zerstört leider auf der Erde, was man hier sieht. Hier sieht man es auch, das ist ganz praktisch. Das hier ist die Insel Borneo. Das ist die Insel Sumatra, diese längliche hier. Und das hier ist Java. Was man hier sieht, also der östliche Teil von Java. Und hier, das ist die, kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gehört, das ist Bali, die Urlaubsinsel. Und ja, die Insel war hier sicherlich in Urzeiten eher grün als jetzt braun. Da wurde also der meiste Regenwald schon abgeholzt. Und was man hier sieht, das sind keine Vulkane, das sind Feuer, die brennen, also diese weißen Rauchfahnen. Hier brennt auch noch. In Indonesien sieht Regenwaldzerstörung dann so aus. Also kann man sich vorstellen, hier war es sicherlich mal schöner, komplexer, dicht gewachsener Regenwald. Und was davon übrig bleibt, wenn der Mensch sich dann allzu sehr ausbreitet, ist dann das hier. Oder hier ist die Abholzung relativ frisch. Hier ist die Abholzung schon ein bisschen länger her. Da bildet sich überall, hier sieht man diese Baumstümpfe. Und was dann wächst, sind nicht mehr wunderschöne Bäume und eine wunderschöne Artenvielfalt, sondern das ist einfach dieses sehr zähe, mit Mineralien vollgestopfte Elefantengras, sehr schlecht zu verwerten für Tiere. Hier ist nichts mehr mit Artenvielfalt, hier ist eigentlich nur noch Monokultur und keine schönen Regenwälder mehr und vor allem auch keine Orang-Utans mehr, die ja in diesen Wäldern ehemals gelebt haben. Das heißt, die Orang-Utans, die verlieren natürlich mit dem Regenwald dann auch ihre Heimat. Ja, wenn wir auf die andere Seite der Erde gehen, nach Brasilien, wie viel Regenwald wird zerstört im Jahr? Dann haben wir hier für das Jahr 2020 ohne den November, also 11 Monate, eine Zerstörung von 11.000 Quadratkilometern. Wie groß sind denn 11.000 Quadratkilometer? Also Hamburg hat eine Fläche, wenn ich mich entsinne, von 800 Quadratkilometern. Und wir haben hier eine Fläche von 11.000 Quadratkilometern, die jedes Jahr vernichtet wird. Also eine riesengroße Fläche. Und hier im Jahr 2004 war es besonders schlimm. Da waren knapp 30.000 und hier im Jahr 1995 waren es auch knapp 30.000 Quadratkilometer Regenwald, die nur in Brasilien verloren gegangen sind. Ja, es hat dann hier ein bisschen abgenommen. Die brasilianische Regierung hat dann ab 2004 gesagt, so kann es nicht weitergehen mit der Regenwaldabholzung. Wir müssen was dagegen tun. Und die haben dann ab diesem Jahr Schutzmaßnahmen ergriffen, sodass die Zerstörung dann runterging. Und ihr habt das vielleicht mal gehört, in Brasilien gibt es seit 2019 einen neuen Präsidenten. Ja, und der Präsident, der nimmt nicht so viel Rücksicht auf den tropischen Regenwald wie vorangegangene Präsidenten. Und deswegen geht jetzt auch hier seit 2019 die Regenwaldzerstörung wieder etwas nach oben, wird also wieder mehr. Die Kuchengrafik, das ist hier einfach, hier sieht man, in welchen Bundesstaaten von Brasilien am meisten abgeholzt wurde. Rondônia,
Mato Grosso, das sind die Soja-Staaten, während am Amazonas selber, Bundesstaat Amazonas, da wird im Vergleich dazu noch relativ wenig abgeholzt. Warum wird der Regenwald zerstört? Landwirtschaft, Holz, Bodenschätze, Straßen, Bau und Energie. Landwirtschaft, 80% des Regenwaldes wird abgeholzt für Landwirtschaft. Das ist hier einerseits natürlich für Vieh, Rindfleisch wird dann exportiert. Wir sind in Amazonien, da werden dann also Rinder gezüchtet, ganz, ganz, ganz arg viele. Und mit das Rindfleisch, das dann hier erzeugt wird, das wird dann in die ganze Welt exportiert. Was ist denn das hier? Wisst ihr das? Genau, Soja. Das sind Sojabohnen. Und die Früchte der Sojabohnen, die man hier sieht, die Sojas, was macht man denn mit denen? Da wird also riesige Flächen Regenwald in Amazonien werden gerodet, um Sojabohnen anzubauen. Was passiert mit dem ganzen Soja? Ja, bitte. Das ist der springende Punkt. Also, es ist richtig. Also, Soja wird von Vegetariern, ich bin seit 30 Jahren Vegetarier. Soja wird natürlich auch von Vegetariern gerne gegessen, vielleicht auch als Fleischersatz und auch von Veganern. Aber das meiste Soja ist natürlich jetzt nicht für die Vegetarier und für die Veganer gedacht, sondern das meiste Soja, das geht in die Massentierhaltung bei uns in Europa. Ja, wir haben ja gigantische, riesige Massentierhaltungen hier, Schweine, wir sind hier der Schlachthof Europas in Deutschland. Und diese Tiere, die müssen irgendwie ja gemästet und aufgepäppelt werden. Die müssen irgendwie ganz, ganz schnell gemästet werden. Und dafür braucht es Nahrungsmittel für die Tiere, Futtermittel. Und diese Futtermittel kommen aus Südamerika in Form von Soja. Soja ist sehr eiweißreich und proteinreich. Und das wird in der Massentierhaltung in Deutschland, in Europa, in den USA und China verwendet, in der Massentierhaltung, um die Schlachttiere zu mästen, damit wir nachher dann Fleisch auf dem Teller haben. Das muss man sich so vorstellen. Also nicht für die Vegetarier, sicher ein kleiner Teil geht in Richtung der Vegetarier, aber das meiste geht in die Massentierhaltung und damit werden die Tiere gemästet, um dann Fleisch zu produzieren. Unheimlich viel Fleisch. Regenwald, Klimaanlage der Erde. Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass also wenn der Regenwald viel Wasser verdunstet, ist wie bei uns auch, es kühlt dann ab, er kühlt etwas die Atmosphäre, es bilden sich auch Wolken und die Wolken reflektieren das Sonnenlicht zurück in den Weltraum, dass also weniger warm wird, wobei die Wolkenbildung, da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz sicher, ob das eine Rolle spielt, aber es kann durchaus eine Rolle spielen, dass mehr Wolken entstehen und dadurch die Erde dann abgekühlt wird, ja, wenn die Regenwälder Wasser verdunsten. Jetzt aber, was ich ganz interessant und wichtig finde, was kann ich tun, was kann jeder Einzelne tun, um die Regenwälder zu schützen? Und das ist einerseits natürlich hier mal Papier, Produkte verwenden, die diesen blauen Engel tragen auf der Umverpackung, sparsam mit Papier umgehen, Energie, Rohstoffe sparen, vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, mal ein bisschen weniger Fleisch zu essen, das kann auch nicht unbedingt schaden. Da hat jeder im Grunde genommen in seinem eigenen Umfeld, in dem er sich bewegt, genügend Möglichkeiten, um hier was zu tun für Regenwaldschutz. Hier sieht man Toilettenpapier mit dem blauen Engel drauf. Hier, das ist Druckerpapier. Hier ist der blaue Engel drauf, also Recyclingpapier. Taschentücher, hier diese Flasche, da ist auch der blaue Engel drauf. Also, wenn man sich hier schon ein bisschen was macht, dann kann man schon einiges tun für einen tropischen Regenwald. Ja, und wenn ihr dann weiter noch gucken wollt, Faszination Regenwald, das ist mein Regenwaldportal, das betreibe ich seit 20 Jahren. Guckt einfach mal rein, da gibt es jede Menge Infos zum Regenwald, da gibt es auch ein spannendes Quiz, könnt ihr mal einfach durchklicken. Ja, das ist die Seite. Meine Seite hier als Beispiel mal Tierwelt Regenwald, ein Quiz. Da könnt ihr dann so Fragen beantworten, welches ist das giftigste Tier der Welt, die kleinste Vogelart der Welt. Es gibt Säugetiere, die wohnen auf Borneo in fleischfressenden Pflanzen. Wusste ich auch lange nicht, habe ich dann auch dazu gelernt. Könnt ihr mal reingucken und einfach ein bisschen stöbern. Na, jetzt. Ja, man hört das. Also da kommen so viele, das ist so laut und man sieht dann die Tiere, die vor diesen Ameisen flüchten.
die kommen einem dann entgegen und dann weiß man schon, hier passiert gleich was. Und das ist auch so ein lautes Rascheln, wenn da Millionen Tiere kommen. Also wenn man stürzt und sich nicht mehr bewegen kann, ich glaube, das wäre nicht sonderlich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die einen ganz schön verletzen können, ja, wenn so viele über einen herfallen. Das heißt, wenn die kommen, die Treiberameisen einfach flüchten und weg. Die laufen außen rum. Wir hatten auch die Erfahrung gemacht, wenn wir dann in den Hängematten uns in die Hängematten versteckt hatten, wenn gerade mal Treiberameisen durchs Camp kamen. Und man ist dann ein bisschen weiter oben, also einfach nicht auf dem Boden, sondern ein bisschen weiter oben in der Hängematte oder auf dem Stuhl, auf dem Tisch. Die gehen normalerweise nicht hoch. Also hatten wir da gesehen und dann war das kein Problem. Ansonsten muss man ins Wasser. Krokodile hatten wir auch, also Kaimane, da gibt es Kaimane, das sind etwas kleinere zu den Krokodilen. Kaimane, die gibt es auch, ja, die sieht man dann in der Nacht, wo man die dann gerne raus auf den Fluss und man sieht die dann im Fluss liegen. Wenn man mit der Taschenlampe hier so leuchtet über den Fluss und die Tiere anleuchtet, dann wird von deren Augen das Licht der Taschenlampe reflektiert und das schimmert dann so rot. Da sieht man nur so rote Punkte und dann weiß man, da liegen die Kaimane. Ja, also ich habe darüber gelesen, es gibt Stimmen, die sagen, dass das Mercosur-Abkommen für die tropischen Regenwälder eigentlich nicht unbedingt zum Vorteil ist. Das dann also, weil der Handel natürlich dann zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten vermehrt stattfinden wird, dass dann die Zerstörung der Regenwälder möglicherweise noch stärker und schneller voranschreitet. Das kann durchaus passieren. Also dieses Handelsabkommen ist durchaus umstritten. Also ich selber, ich habe keine Projekte mehr, weil mir fehlt im Moment dazu die Zeit, aber ich habe auf meiner Homepage zwei Projekte stehen. Einmal Fans for Nature, das ist der Helmut Huber, der kümmert sich ganz großartig um die Orang-Utans, den Orang-Utan-Schutz auf Borneo. Mit ihm bin ich damals auch dort gewesen und habe mir die Stationen, die Auffangstationen und die Ausbildungsstationen für die Orang-Utans mir angeguckt. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Und muss unbedingt unterstützt werden. Das andere ist die Yanomami-Hilfe von der Christina Haferkamp. Da könnt ihr auch mal drauf gucken auf die Homepage. Christina setzt sich sehr stark für den Schutz der Yanomami-indigenen Gemeinschaften in Südamerika ein. Also das sind Projekte, die man machen kann. Ich hatte auch mal eigene Projekte gemacht, aber im Moment habe ich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen. Es gibt auch noch eine Organisation, die heißt Rettet den Regenwald hier in Hamburg. Die kann man auch unterstützen und die unterstützen dann vor Ort auch eigene Projekte und machen Projekte und da kann man sich dann auch dran beteiligen. Dann würde ich auch mich sehr herzlich bei dem Vortrag von Ihnen bedanken. Vielleicht können wir einmal so winken, wie man das heutzutage über Zoom macht. Und wir beenden immer unseren Tree Talk mit unserem Schlachtruf. Vielleicht kennen den einige von euch auch schon. Stop talking, start planting. Und ich sage stop talking und ihr könnt dann alle eure Mikro anmachen und ruft einmal rein, start planting. Dann stop talking. Stop planting.